That's always been there from before, from this to music, always been as much interested in that sort of thing as in heavy stuff. And one of the things when we're doing this new album, whatever, is to say, who cares? Do you know, there's no limitation in terms of we can only make this kind of music or only do music of this kind of mood or, you know, feeling, texture, whatever. If something sounds like a stupid idea, do it anyway. And if it's stupid and you fail, you fail. But if it's good and it works to counteract the heavy stuff, that's better. Yeah, it's been fun doing that sort of thing, and hopefully we can go further down that road. Track 17. Der Musikpodcast von Albert Koch und Christopher Hunold. Reviews, Features und die besten Tracks als Playlist. Willkommen zu Track 17, der Musikpodcast. Eure helfende Hand im Release-Dschungel nenne ich das immer. Wieder mit insgesamt 17 neuen Empfehlungen, davon 5 etwas ausführlicher als Plattenvorstellung bei uns. Und wieder mit Albert Koch. Hi Albert. Hallo Christopher. Wir haben heute den Art Rock von Black Midi, Bass und Breakbeats von Ski Mask, R&B Pop von Erika de Cassier, ja poetische Avantgarde-Musik von Fatima Al-Kadiri und House von Yoshinori Hayashi. Und da freue ich mich sehr drauf, aber vorher muss ich natürlich wissen, was du zuletzt gehört hast. Ich habe zuletzt gehört ein Album, über das alle reden, Alle. alle in Wir auch. Anführungszeichen. Ja, jetzt zum Beispiel. Okay. Das heißt When Smoke Rises und ist von Mustafa. Mustafa heißt Mustafa Ahmed, ist 24 Jahre alt und stammt aus Toronto in Kanada. Und das Album hat in mehrerlei Hinsicht so eine Hip-Hop-Anmutung. Das fängt beim Cover an und hört aber nicht bei der Tatsache auf, dass 8 Produzenten beteiligt waren. Also 8 Tracks und 8 Produzenten. Darunter Jamie XX, James Blake und Frank Dukes, der Camila Cabello, Post Malone und The Weeknd schon produziert hat. Das ist kein Hip-Hop, sondern so sehr spartanischer, urbaner Folk mit einem sehr leichten elektronischen Einschlag. Und es erinnert schon ein bisschen an den James Blake von 2010 oder an Frank Ocean. Das kann ich nur jedem empfehlen. Bei mir gab es in dem Fall was Altes, Neues, wenn man so möchte. Und zwar habe ich mir zuletzt die Reissues von Seafeel nochmal angehört, die jetzt über Warp nochmal rauskamen. Die Band, die ja so ein bisschen früher so, ich weiß nicht, so in so einem sehr doomigen Shoegaze startete und sich dann immer mehr so in so Soundlandschaften von IDM, Ambient und knarzenden Beats irgendwie zurückzog. Und die haben auch 1996 vor allem auf Reflex, dem alten Label von Aphex Twin, eine Platte veröffentlicht, CH Vox. Und das hat es mir wieder sehr angetan. Und dazu wird es nachher vielleicht auch nochmal einen Track auf der Playlist geben, weil es ist ja, wir dürfen ja, es ist ja aktuell in dem Sinne. Nee, hat mir sehr gut gefallen. Und das ist tatsächlich eine Band, mit der ich mich gar nicht so sehr beschäftigt habe immer, weil auch das letzte Album ist irgendwie jetzt 10 Jahre her und das hat mir dann auch nicht mehr so gut gefallen. Und im Zuge des Warp'schen 30. Geburtstags 2019 bin ich nochmal ein bisschen auf die aufmerksam geworden, hab's dann aber wieder zur Seite gelegt und dann jetzt mal wieder mir gedacht, hör da mal rein. Wie magst du die so? War das was dich damals auch begeistert hat oder kam das erst ein bisschen später oder gar nicht? Ein Album, ich weiß gar nicht mehr welches, von 95 oder 96, das habe ich damals mitgekriegt und das hat mich auch begeistert. Nur ich habe irgendwie den Kontakt zu Seafeel verloren. Also ich habe die auch nicht mehr verfolgt und deswegen hatte ich auch so ein bisschen Hemmungen, diese Re-Releases mir nochmal anzuhören. Aber wahrscheinlich ist es dumm, es nicht zu tun. Wahrscheinlich mache ich das. Also wenn, dann mach's auf jeden Fall mit der CH Vox, also dem Album, was auf Reflex rauskam, 96. Das war nämlich jetzt auch erstmal mein Favorit. Und schön, dass diese Reflex-Platten, also das ist ja sehr undurchsichtig, wie die verfügbar sind, sage ich mal jetzt im digitalen Sinne. Ende letzten Jahres hatten wir ja dann noch das berühmte Layla-Debüt, was ja über Modern Love dann nochmal rauskam, war ja auch auf Reflex und jetzt die CH Vox von Seafeel. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut, dass da auch so eine Verfügbarkeit, sage ich mal, wiederhergestellt wird. Auch was das Haptische angeht, natürlich, wenn man sie sich jetzt wieder ins Regal stellen kann. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und wir können noch mal kurz Werbung machen, wenn man so will, für unser letztes Feature Nummer 14, was jetzt vor 2 Wochen erschien. Da haben wir über was noch mal gesprochen? Über das Alter im
Musikhörer leben. Also darüber, dass die meisten Musikhörer ab 30 keine neue Musik mehr hören. Und offenbar haben wir da einen Nerv getroffen in alle Richtungen, weil es relativ viel Feedback gegeben hat und Kommentare. Ja, hört euch das gerne nochmal an. Feature Nummer 14 gibt es auf unserer Playlist oder sonst überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr diese Folge hört, dann habt ihr sie ja auch vielleicht schon mal gehört. Ist ein Thema, was man sicherlich auch nochmal in anderem Rahmen nochmal aufgreifen kann. Und dass es hierzu, dass das eine Folge war, in der es echt ein bisschen mehr Feedback gab, daran hat man auch gesehen, ja, wie du schon gesagt hast, dass man da vielleicht einen Nerv getroffen hat. Es ist ja auch ein riesiges, komplexes und interessantes Thema, weil es ja irgendwie auch jeden betrifft. Deswegen war es ganz cool, darüber mal gesprochen zu haben. So, wir sind ja jetzt, glaube ich, über den Punkt hinaus, dass das Ganze drumherum, sage ich mal, die Entstehung der Band, wie Black Midi zusammen mit Black Country New Road und Squid zusammenhängen, wie auch so meine Geschichte mit ihnen gewesen ist, ganz allgemein, warum sie so toll sind, das habe ich jetzt wirklich in den letzten Monaten nochmal viel erzählt, weil die anderen Bands ja ihre Debütalben rausgebracht haben. Ich verlinke auch gerne nochmal Feature Nummer 2 über die 3. Wir sehen das jetzt mal als gegeben an, weil ich das auch nicht alles nochmal erzählen möchte. Wir konzentrieren uns jetzt einfach mal darauf, dass es jetzt tatsächlich das zweite Album von Black Midi gibt, einer meiner absoluten Lieblingsbands. Cavalcade heißt das. Und ja, konzentrieren uns mal nur auf diese, wie soll man sagen, sehr chaotische Theateraufführung der 3. Ein Bandmitglied hat die Band ja mittlerweile aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend verlassen. Holy fuck, also das ist wirklich super. Ich habe nicht genau gewusst, was ich zu erwarten habe. Ich habe mir die Live-Songs vorher auch nicht wirklich angehört und habe mir nur gedacht, okay, wenn jetzt nach 2 Jahren die nächste Platte kommt, dann muss ich ja irgendwas getan haben. Was für ein tightes, irres, umherspringendes Album, was er irgendwie vom Jazz wie vom Prog gelernt hat. Ich meine, die Band gibt ja auch zwischendurch immer Interviews, in der sie über ihre Einflüsse auch spricht und das ist ja ein absolutes Mischmasch aus allem irgendwie. Also Songs, die sich überschlagen, das ist jetzt erstmal nichts Neues. So verknotete Rhythmen und Noise-Attacken, das hatten sie vorher auch. Aber auch, ich finde, in alle Richtungen wird es ein bisschen extremer. Also auch diese verspielten, sensiblen und teils kitschigen Momente, die es in ihrer Musik gibt, das ist in dem Maße nochmal was Neues. Und es ist in dem Maße dann auch fast fordernder, finde ich, auf jeden Fall als der Vorgänger, der es einem ja auch schon nicht so leicht gemacht hat. Es ist nur nicht minder großartig. Getragen wird das mal wieder von Gordon Grieb, Strange in Texten und natürlich von Drummer Morgan, der halt mal wieder unmöglichste Parts aneinanderreiht an seinem Instrument. Und ich bin schon wieder Hals über Kopf verliebt. Das ist ein absolut abenteuerliches Gitarrenalbum, ein Gitarrentheaterstück, wenn man so möchte. Wie gefällt dir das? Also ich bin sehr, 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 sehr froh, dass sie kein Schlagenheim 2 gemacht haben. Ja. Das Album baut auf dem Debütalbum. Also es gibt diese ungewöhnlichen Songstrukturen, die du auch genannt hast, die Tempowechsel, die Brüche. Und es ist aber dann doch ein ziemlich anderes Album geworden. Also mit viel mehr Feinheiten. Es klingt mehr komponiert als improvisiert, aber es ist 100% Black Midi. Ja, diese Tempowechsel und Brüche ist ein gutes Stichwort, weil ich finde manchmal, also gerade bei auf dem ersten Track, John 50, 50 bitte, nicht L, so habe ich es am Anfang ausgesprochen, es geht hier um die römische 50, da merkt man es ja schon, ne? Also wie oft sie einfach abbrechen und nicht nur den Song kurz durchatmen lassen, sondern auch die HörerInnen einfach mal kurz so da sitzen lassen und sagen, hier verarbeite mal die letzten 2 Minuten, bevor es gleich weitergibt, lassen wir mal kurz die Luft raus. Und das haben sie richtig oft, auch auf der Platte und das kriegen sie halt so gut hin. Auf John 50 ist übrigens auch auf der Platte stehen ja auch die Credits drauf und bei John 50 steht auch ein Helikopter. Also so viel zu den zusätzlichen Instrumenten auf der Platte. Sie haben sich noch ein bisschen Unterstützung geholt. Also die Platte haben nicht nur die 3 aufgenommen, auch nicht mehr mit Dan Carey. Sie haben sich jetzt einen anderen Produzenten geholt, Spud Murphy. Und Drummer Morgan spielt zwischendurch übrigens auch auf einem Wok. Also ich weiß nicht, ob man das raushört, aber so ist es auf jeden Fall. Und ich finde halt vor allem wirklich aufregend, wie sie diese Extreme formulieren. Also es gibt ja auch diese wunderschöne Ode an Marlene Dietrich. Das ist ja schon der zweite Ja. Song auf dem Album. Und das ist ja ein so lieblicher Song. Also zumindest wirkt er so. Und dann wartet man die ganze Zeit immer auf so eine andere Ebene, weil man denkt, ja, okay, aber das ist ja hier mit Augenzwinkern, ne? Das meinen die doch nicht so. Und ich finde es halt schön, sich dem so zu ergeben und auch musikalisch zu sagen, so, nee, das machen wir. Und manchmal musst du auch dem Kitsch in die Arme rennen. Das gilt ja auch für den letzten Song, Ascending Fourths. Das ist ganz furchtbar für Deutsche, das auszusprechen, der ja auch textlich, sage ich mal, mit ein paar Musikklischees spielt.
Genau, wie gesagt, was er so ein bisschen mit dem Klischee spielt, dass es ja für unsere Ohren schön ist, so diese aufsteigenden, ja, Vierteltakte, sagt man das dann so, zu hören. Da gibt es übrigens auch, das verlinke ich gerne in den Shownotes, ich habe das nämlich auch nochmal bei YouTube verlinkt, und es gibt einen Kerl, der hat irgendwie 2012 so einen Song über diese aufsteigende Tonfolge geschrieben, und mittlerweile in den YouTube-Kommentaren, weil halt ganz viele Black Midi-Fans, unter anderem ja auch ich, bin ja auch da gelandet, danach gesucht haben, kommentieren das Ganze jetzt und sagen so, yes, it's true, we love Ascending Force, weil das genau das ist, was, was Gordy Greep in dem Song ja singt, ne? Everybody oder everyone loves Ascending Force, das finde ich halt super. Dass sie den Humor nicht vergessen, aber andererseits finde ich es halt eben gut, dass sie diese Extreme auch in Gänsefüßchen bedienen, also dass sie sagen, dass die Momente, die hart oder die vertrackt sein dürfen, dass sie da nochmal eine Extraschleife drehen, aber die Momente, die halt zart sein dürfen, die lassen sie auch so. Und das ist was, nicht, dass das Schlagenheim da irgendwie ein bisschen enger getaktet war oder ein bisschen nicht die Zügel hat loslassen wollen, aber ich finde es halt dann trotzdem cool, dass sie das in dem Fall in alle Richtungen drehen und dass daraus dann eben auch so wahnsinnig verrückte Tracks entstehen. Ich muss noch mal was zu John 50 und im Zusammenhang mit Marlene Dietrich sagen. Ich finde das irgendwie kalkuliert und gemein. Und zwar, John 50 ist ja der erste Song des Albums, ja, und der fungiert wie so eine Art Türsteher. Und er sagt dir, wenn du an mir nicht vorbeikommst, dann hast du auf diesem Album nichts verloren. Also so eine Art Warnung und Abschreckung. Und es ist auch kein schöner Song. Er nervt auch stellenweise mit dem Tempo, dem Saxophon, den ständigen Wiederholungen, dann bricht es wieder ab. Aber er hat in komprimierter Form alles, was Black Midi ausmacht. Also das heißt, wenn du Black Midi nicht kennst und diesen Song als ersten Song hörst, dann und sowas, mit sowas nicht umgehen kannst, sage ich mal, dann dann steigst du aus und würdest dich vielleicht ärgern, wenn du wissen würdest, dass es mit diesem Marlene Dietrich weitergeht, einem Song, der klingt wie ein frühes Chanson von Scott Walker. Und zu Ascending Forth noch was, ich finde, das klingt oft wie ein Musical, wenn Musicals gut wären. Also wahrscheinlich magst du auch keine Musicals. Also es hat irgendwie so was Musicalhaftes. Und man könnte sich vorstellen, wenn Musicals so wären, dann würde man sie die anhören. Ich würde mir das so wünschen, wenn sie in 10, 15 Jahren oder von mir aus in 20 Jahren, wann auch immer, ich meine, selbst dann sind sie ja erst Anfang 40, sagen würden, wir machen jetzt das Cavalcade Musical oder so. Weil das Ganze ist ja eh so, das ist ja so richtig narrativ gehalten, wenn man das so sagen kann. Also jeder Song ist ja quasi eine Geschichte über eine oder mehrere Personen und ihren Weg. Und das Ganze soll ja auch so ein bisschen dieses, ja, ich weiß nicht, ob man es jetzt halt eben Theater oder Musical nennen kann. Also das sind ja so musikalische Geschichten alles, ne? Das ist ja auch ein großer Unterschied zum Vorgängeralbum, wo ja alles auch noch wirrer und vager teilweise gewesen ist und manche Songs ja eine sehr, 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 sehr klare Geschichte hatten, wie zum Beispiel Near Detroit, Michigan, als es natürlich um das verschmutzte Wasser ging. Und dann hast du aber auch sowas wie Bam Bam Bam, wo du halt überhaupt nicht weißt, worum es da zur Hölle jetzt bitte gehen soll. Und hier ist das irgendwo, also man weiß vielleicht nicht immer, was gemeint ist, aber man steigt trotzdem einigermaßen hinter. Und wenn sie daraus dann irgendwann ein Musical machen würden, ich sitze in der ersten Reihe, das ist okay. Und das, was du vorhin über Marlene Dietrich gesagt hast, dass man nicht weiß, ist es ironisch gemeint und so, und dass man auf irgendwas wartet, das Gefühl habe ich bei Diamond Stuff. Das ist auch ein komplett neues Black Midi-Gefühl und ich weiß auch gar nicht, wie ich den Song beschreiben soll. Also der entzieht sich für mich einer Kategorisierung. Auf jeden Fall ist er sehr ruhig und sehr zurückgenommen und man wartet, weil er auch über 6 Minuten lang ist, dass irgendwann die Prog-Jazz-Explosion kommt. Also, und es kommt nicht, es geht einfach so weiter und das finde ich fantastisch. Ich glaube, in dem Song, da haben sie in einem Interview auch darüber gesprochen, da geht es um jemanden, der irgendwie wiedergeboren wird in einem Diamanten oder zu einem Diamanten gepresst wird und so wiedergeboren wird, irgendwie sowas. Ich muss da auch nochmal durchsteigen. Es gibt ja dem Album liegt ja auch ein Comic bei mit den Texten und ich mag auch das ganze Konzept irgendwie dahinter und werde mich da auch noch ein bisschen einlesen und mal gucken, wie die Geschichte dann weitergeht und
wo sie damit dann noch hinwollen, auch textlich, sage ich mal. Mein absoluter Lieblingssong, das ist auch den ich für die Playlist auserkoren habe, ist Dethroned, weil der für mich auch so ein bisschen alles irgendwie hat. Also der steigt auch eher verhalten ein und dann kommt aber irgendwann so ein wunderbarer Break und dann wird es halt richtig wirr und das ist mein Lieblingssong des Albums, wobei ich auch Chondro super finde. Ich glaube, das ist auch eine der ersten Singles gewesen. Man kann zum Drumherum noch ein bisschen was sagen. Das ist ja was, womit ich mich dann ja doch sehr viel beschäftige. Und zwar haben sie im Vorfeld eine Umfrage gestartet. Und zwar, Black Midi ist jetzt richtig im Cover-Game, also im Sinne von Songs covern. Und wenn man an verschiedenen Orten bestellt hat, ich glaube 5 oder 6, also dann irgendwie Amerika, Großbritannien, dann bei verschiedenen Shops jeweils, die dann dazugehört haben, dann kriegt man zu seiner Vorbestellung eine Flexi-Disc dazu, auf der sich ein Cover befindet. Hast du das mitbekommen? Mhm, ich hab's gehört, ja. Und ich sammle mir die jetzt alle zusammen. Ich habe bei Rough Trade in England bestellt, das heißt, ich kriege die das Captain Beefheart-Cover Moonlight on Vermont. Und ebenfalls gewonnen haben Taylor Swift Love Story, Talking Heads Psycho Killer, King Crimson 21st Century Schizoid Man und Prince Nothing Compares to You. Diese 5 Cover haben sie eingespielt. Ich bin ein bisschen traurig, weil sie hatten in einer dieser Umfragelisten war auch tatsächlich Bankhead von Block Party dabei. Und da wären jetzt wirklich 2 Welten zusammengekracht bei mir. Da wäre ich wirklich wahrscheinlich explodiert. Wurde es leider nicht. Diese 5 haben gewonnen und ein paar davon konnte ich mir auch schon anhören. Und gerade das Nothing Compares to You Cover von Prince ist wirklich fantastisch. Das schicke ich dir gleich mal. Das musst du dir mal anhören. Das ist wirklich super. Es gibt auch noch eine Bonus-CD, die heißt Covercade. Da haben sie noch weitere Songs gecovert. Und ich glaube, dass das mittlerweile so ein bisschen ihr Ding ist. Und bei ihren ersten, letzten Konzerten, die sie in Kirchen gespielt haben, da haben sie auch nichts mehr von Schlagenheim gespielt, sondern nur neue Songs und auch schon Songs vom 3. Album. Und sie haben das Theme von 20th Century Fox als Intro gecovert. Also Black Midi spielt jetzt die Titelmusik von 20th Century Fox. Das, warum auch immer, aber das tun sie jetzt. Wir kommen zu einem alten, in Anführungszeichen bekannten, hier bei Track 17. Ski Mask hat ein neues Album veröffentlicht. Und ich muss vorab sagen, es gibt ja Künstler, die unter verschiedenen Pseudonymen arbeiten, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, um halt verschiedene Musikrichtungen damit abzudecken. Und was ich im Zusammenhang mit Ski Mask entweder vergessen, verdrängt oder gar nicht gewusst habe, ist, dass er Brian Müller aus München ist, der von 2013 bis 2018 3 hervorragende, ich nenne es mal Advanced Techno-Alben auf Boys Noise Records unter dem Pseudonym Scientists ohne Vokale, also S-C-N-T-S-T, veröffentlicht hat. Also ich weiß nicht, ob ich es einfach vergessen habe, aber es ist immer wieder erstaunlich, wenn ich dann drauf komme und denke, hey, Ski Mask ist Scientists. Sein neues Album Pool ist unangekündigt erschienen und es wird nicht auf Streamingdiensten zu hören sein, deswegen haben wir auch keinen Track davon auf der Playlist. Es gibt es nur auf Bandcamp zu hören und irgendwann mal auf Vinyl. Ski Mask hat sich schon öfters bei anderen Gelegenheiten sehr kritisch zu diesen Major-Streaming-Angeboten geäußert. Das neue Album Pool ist 1 Stunde und 44 Minuten lang und das ist von Leuten, die das schon angehört haben, als Kritikpunkt genannt worden. Also viele schreiben, das Album ist zu lang mit 1 Stunde und 44 Minuten. Ich kann das nachvollziehen. Das Längenargument, das sticht manchmal. Ich kann es aber in diesem Fall gelten lassen. Oder es muss in diesem Fall gelten. Wenn ein Album so lang ist, dass es dann irgendwann mal auf 3 LPs veröffentlicht wird, dann ist das kaum Zufall, sondern
ist ja eine bewusste Entscheidung des Künstlers. Und ich glaube, in diesem Fall hat es auch was mit einem Statement zur Aufmerksamkeitsökonomie zu tun. Oder halt als Statement gegen das Häppchen hören bei Spotify. Wir hatten Schemas mit seinem zweiten Album Compro 2018 hier bei Track 17 und haben das Album als weiteren Beweis für das Breakbeat Revival, das wir damals öfters ausgerufen haben, angeführt. Und Pool kommt mir jetzt so vor, als ob Schemas wie ein Wissenschaftler, Scientist, zwinker, zwinker, untersucht, wie weit er mit dem Thema Breakbeat noch gehen kann, wie er das Ganze ausdehnen kann, an seine Grenzen bringen kann, wie er das Genre auch kurzzeitig wieder verlässt, um dann wieder darauf zurückzukommen. Und das auf eine sehr, sehr spielerische Art. Er sagt selbst in einer Art von Understatement, es ist nur eine Fortsetzung von Dingen, die vorher gemacht wurden und die in der Zukunft gemacht werden. Aber den Satz kann man eigentlich auf alle Arten von Musik anwenden. Das Album hat eine sehr schöne Dynamik zwischen ruhigen, fast ambienthaften Tracks und härterem Geknüppel. Und das knüppelt dann auch wirklich schneller und härter, als es vorher war. Ein gutes Beispiel ist Collapse Casual. Das klingt wie ein FX Twin Breakbeat Track. Das Gegenbeispiel wäre Rio Dub, eine sehr experimentelle Ambient-Konstruktion ohne Beat. Es gibt mehrere Dubs, Breakbeat-Dub-Fusionen auf dem Album, komische Saxophon-Samples und alles spielt sich natürlich auf einer eher dunkleren Seite ab, auch die ruhigeren Tracks. Jetzt würde mich mal interessieren, wie du dieses Album findest. Ich finde es super. Ich finde auch, also was du am Anfang gesagt hast, ich meine, knapp 100 Minuten oder so geht das Ding ja, oder ein bisschen mehr sogar, irgendwie sowas. Das quasi dann als Kritikpunkt zu nehmen und zu sagen, so, oh, boah, das ist jetzt aber Arbeit, da habe ich keine Lust drauf. Ich meine, man muss, also er zwingt ja auch niemandem dazu, sich das Ding am Stück anzuhören. Genau. Habe ich jetzt auch nicht so oft gemacht. Also oft ist es auch so, dass ich es dann in Parts höre oder meine Favoriten habe. Ich mag dieses Understatement im Sinne von, das sind jetzt einfach Tracks und ich arbeite eh so viel und ich mache ja fast jeden Tag Musik. Warum sollte ich dann nur 10 Tracks raushauen, wenn ich jetzt auch 18 habe, die ich super finde? Ist ja was dran, ne? Also da sammelt sich nun mal eben was an. Das ist ja quasi so eine Art Lockdown-Album, ohne eins zu sein, weil ich glaube, auch bei den wenigen Video-Interviews oder Interviews, die man gesehen oder gelesen hat, da kommt ja immer wieder bei raus, so, ich mache ja eh total viel, ne? Ich sitze hier und ich produziere mir hier alles zusammen und sonst wie. Dann ist ja auch okay, wenn das letzte Album 3 Jahre her ist. Die letzten EPs sind, glaube ich, jetzt ein Jahr her oder so. Die hatten wir übrigens auch im Podcast. Da war Laura Aha zu Gast. Da haben wir über die EPs 5 und 6 im letzten Jahr gesprochen. Das war ja die eine beatlastige EP und die andere war ja so eine Ambient-EP. Und also es kommt ja auch permanent irgendwas raus in irgendeiner Art und Weise. Und deswegen finde ich es irgendwie nur. Ja, also es ist schlüssig zu sagen, so jetzt kommt einfach mal so ein Brocken heraus. Und ich finde es auch okay, wenn er dann sagt, das kommt jetzt nicht übers Streaming raus. Das ist ja, er hat ja, ich sage mal, fürs Genre vergleichsweise ja gar nicht mal so wenige Streams, zum Beispiel jetzt auf Spotify. Und sich dann dazu zu entscheiden, das jetzt zu cutten für dieses Album, dann muss man dann mal gucken. Andererseits, die Leute, die das dann gerne hätten, die kaufen sich das eh auf Platte. Und da muss man dann eben gucken, wovon hat man jetzt lieber irgendwie was. Ich kann es als Statement schon sehr gut nachvollziehen. Und wenn das halt auch mehr Leute machen würden, dann würde man da auch nicht jedes Mal so drüber reden, weil es ist ja auch fast schade, dass man das jetzt auch mit als erstes Thema hat, anstatt über die Musik zu sprechen. Mein Favorit auf der Platte ist, ich glaube, man spricht so aus, Testo BC Mashup. Den finde ich großartig. Der halt so im Eiltempo wirklich so hektisch zitternde Track, der halt eben diese, ja, du hast es angesprochen, diese Breakbeat-Luft des Alien Tape Labels immer so ein bisschen atmet, über das wir reden, aber auch eben diese zweite luftige Ebene so erlaubt, auf der dann diese wunderschöne Melodie rumreiten darf. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt ganz vereinfacht jemandem erklären müsste, warum ich das Genre so mag
oder was ich daran so mag, dann sind das eben diese Gegensätze, die sich so wunderbar ergänzen. Also, dass du zum einen diese Melancholie der Maschinen irgendwie so hast in den Melodien, aber dann zugleich hast du halt diese total rastlosen, schnellen und umherspringenden oder diese zittrigen Beats und so weiter. Und das in Kombination, und das macht er halt sehr gut. Und das macht er gar nicht auf jedem Track. Also, er bringt ja quasi alles aufs Tableau, was er so kann. Aber das ist quasi das, was ich am allerliebsten mag. Und wenn er das macht, dann ist es einfach König. Also es ist super. Und er sagt ja auch selber, da ist jetzt nicht, ne, nicht so das große Konzept dahinter. Das sind so die Sachen, an denen ich arbeite. Das ist ja in Ordnung, das zu sagen. Andererseits habe ich auch manchmal das Gefühl, dass wir dann auch zu hohe Erwartungen an Platten haben. Also klar, sowas wie Cavalcade, das funktioniert jetzt zusammen. Da ist das Sequencing wichtig, da gibt es ein Konzept hinter. Aber sind Alben nicht öfter, als wir uns das eingestehen wollen, nicht nur Compilations der Sachen, die zuletzt so gemacht wurden? Oder ist das zu gemein? Es ist natürlich gemein, weil es unsere romantische Vorstellung vom konzipierten, komponierten Album zerstört. Aber ich glaube, dass es viel, viel häufiger so ist, als wir uns das wünschen würden. So, darauf habe ich mich schon lange gefreut. Wir reden jetzt über Sensational, das zweite Album von Erika de Cassier, eine in Portugal geborene dänische Sängerin, Songwriterin und Produzentin, die zu Beginn ihrer Karriere in einem Duo namens Saint Cover gesungen hat und sich dann dazu entschlossen hat, nachdem sie wieder in Kopenhagen gewohnt hat, ihre Solokarriere zu starten. Und hat 2019, das finde ich übrigens super, ihre Alben haben sehr selbstbewusste Titel. Ihr Debütalbum hieß ja Essentials und das neue Album heißt Sensational. Also das ist, du brauchst einfach beides. Und zum Glück darf sie das behaupten, denn sowohl Essentials war 2019 ein wunderschönes, fast schon leichtfüßiges, so Retro-R&B-Album. Und das neue Album Sensational steht dem im Nichts nach. Ich habe das wirklich sehr, sehr gerne gehört. Das ist halt R&B, das ist Pop, wie er im positivsten Sinne, sage ich mal, ohne doppelten Boden den 90ern oder Nullern halt entspringen könnte. Das ist nämlich nicht dieser in Anführungszeichen Future R&B, über den wir so oft gesprochen haben, der halt so dieses alles Mögliche vom Morgen so prophezeit, weil der halt auch so vom Bass oder von anderer Musik so gelernt hat, sondern ich finde, das ist so straighter R&B-Pop, was man auch gerade, also ich finde, sie erinnert mich oft mit ihrer Musik an Leute wie Brandy und das auch wirklich echt positiv gemeint, weil ich mag das ja. Man merkt das an vielen Soundelementen, wie zum Beispiel dieses kleine Piano, ne, oder das Musik, die aus so einer Zeit kommen könnte, in der es so wichtig war, dass R&B-Musik so nicht nur diese leichten Beats hat, sondern auch so dieses Gitarrengezupfe immer am Start hat. Das ist auch was man vor 20 Jahren in so vielen Songs gehört hat. Und das kriegt sie halt wirklich gut hin. Und produziert wurde das. Da haben wir aber so einen kleinen Anknüpfungspunkt dann an die elektronische Szene so aus Dänemark vom Produzenten Natal Zaks, wenn man ihn so ausspricht, der auch als DJ Central wirklich coole Musik macht. Und da habe ich sie auch zum ersten Mal gehört, denn 2017 hat er einen Track, der hieß Drive und da hat sie drauf gesungen. Aber ich finde Sensational vielleicht nicht unbedingt sensationell, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber gerade mit so wunderschönen Songs wie No Butterflies, No Nothing zum Beispiel oder Drama, finde ich, ist das eine gute Sache. Ich kann allerdings auch nachvollziehen, dass wenn man wirklich mit diesem Kern des Genres, an dem sonst nicht viel anderes dran kratzt, dann nicht viel anfangen kann, dann wird man das auch nicht mögen. Das muss man, glaube ich, schon mitbringen für die Platte. Wie ist denn das bei dir? Also ich bin ja nicht der 90er Jahre R&B-Hörer, so wie du. Und was mich oft an 90er Jahre R&B stört, ist der übertrieben emotionale, schwitzige Gesang. Und das Gute an Erika de Cassier ist, dass sie überhaupt keine dieser R&B-Röhrenstimmen hat. Und sie wird ja öfters auch mit Sade verglichen und ich glaube, daher kommen die Vergleiche. Aber was mich am Album eigentlich am meisten erstaunt, ist die Musik. Die Stimme ist super, die ist komplett zurückgenommen, sehr minimalistisch. Aber die Musik ist genau
das Gegenteil von heutiger Mainstream-Musik. Und ich hab das Gefühl, dass es für moderne 2021er Mainstream-Produktionen ein Gesetz gibt, dass man keine Lücken im Sound entstehen lässt. Vor allem bei deutschen und deutschsprachigen Mainstream-Künstlern. Die Musik ist von vorne bis hinten ein einziger Soundbrei und du kannst nicht mehr erahnen, was die Zutaten sind. Ein Song besteht also aus zwei Komponenten. Auf der einen Seite der Wall of Sound, auf der anderen Seite der Gesang, den man nicht verstehen kann, weil er vollkommen gleichberechtigt im Mix auf demselben Lautstärke-Level ist wie der Wall of Sound. Und bei Erika de Cassis, das ist das genaue Gegenteil. Die Instrumentierung ist absolut liebevoll. Jedes Instrument ist als solches zu erkennen. Es gibt Pausen, es gibt Stille. Die Arrangements sind zurückgeschraubt aufs Allerwesentliche, was halt zur Folge hat, dass es eben sehr angenehme Soundlücken gibt, die auf der anderen Seite die Stücke wieder weit aufreißen. Also ich habe die vorher nicht gekannt und ich finde es auch nicht sensationell, aber es hat mich sehr, sehr überrascht. Ich finde es schön, dass es diese Musik in der Form auch noch gibt. Also es gibt natürlich Sachen, die sind aus dem 90er und Nuller R&B, Hip-Hop, sage ich mal, auch ins Heute gewandert. Da gibt es MusikerInnen, die das halt wirklich sehr gut machen. Diese Art davon, das gibt es halt kaum. Und da passt, du hast ja ihre Stimme angesprochen, die eignet sich halt wirklich perfekt dazu. Also sie versucht da gar nicht groß irgendwie was anderes zu machen, sondern es hat halt immer noch dieses zurückhaltende, schüchterne in dieser Art. Ne? Also sie schreit uns jetzt nicht ins Gesicht, sage ich mal. Was ja auch ein bisschen zu den Texten passt. Ne? Die sind ja auch alle so ein bisschen, die sind ja auch nicht alle so in your face. Und wenn die Musik das auch nicht macht, warum sollte sie das dann machen. Und sie hat auch selber in dem Interview auch mal gesagt, sie hat nicht diese Kraftstimme, diese wirklich so powerful Vocals, hat sie das genannt. Und sie mag das einfach, wenn sich das ergänzt. Deswegen war auch Trip-Hop und Portishead tatsächlich, auch wenn man es nicht raushört, aber so ein Einfluss von ihr, weil sie halt da auch festgestellt hat, wie wunderbar Gesang und Musik miteinander verschmelzen können, wenn das so aufeinander abgestimmt ist. Und das hat sie quasi auch mitgenommen für ihr Songwriting. Das fand ich ganz interessant. Also, dass du nicht nur Destiny's Child und Brandy in der Musik hast, sondern quasi auch in der Art, wie sie an die Sachen rangeht, sowas wie Portishead oder Massive Attack. Aber nichts gegen Destiny's Child und Brandy, ne? Also, will ich nochmal gesagt haben. Nee, von meiner Seite sowieso nicht. Also, ich höre gleich wieder Bootylicious und dann starte ich in den Sonntag. So machen wir es. Das nächste Album, heißt, es ist französisch und ich versuche jetzt mal das richtig auszusprechen. Medieval Femme und kommt von Fatima Al-Khatiri. Das ist eine Künstlerin, die gewisse Spezialthemen in ihrer Konzeptkunst hat, die man besser versteht, wenn man über ihre Herkunft Bescheid weiß. Sie ist Jahrgang 1981, wurde im Senegal von kuwaitischen Eltern geboren und ist im Alter von 2 Jahren mit ihren Eltern, der Vater Diplomat, die Mutter Künstlerin, das heißt durch den Job des Vaters mussten die oft umziehen, zurück nach Kuwait gezogen, hat dann anschließend in den USA studiert, hat in den 10er Jahren eine Zeit lang in Berlin gelebt und wohnt heute in Los Angeles. Das ist also ein multinationaler Hintergrund, den diese Künstlerin hat. Und ihre Lieblingsthemen wurden schon auf ihrem Debütalbum 2014 klar. Das hieß Asiatisch, deutsch geschrieben und gesprochen und ist bei Hyperdub erschienen. Und das Album behandelt den Blick der westlichen Welt auf Asien und vielleicht heißt es auch deshalb asiatisch. Also, und sie hat auch zu der Zeit gerade in Berlin gelebt. Es geht um ihre
in Klammern kulturelle Identität und die Rolle der Frau in Asien. Und dieses Konzept hat schon gleich im ersten Song des Albums Shansai einen Höhepunkt erreicht. Eine auf Mandarin gesungene Coverversion von Nothing Compares to You, die hatten wir hier auch ja schon mal im Podcast angesprochen. Also den Prince-Song, der von Sinéad O'Connor popularisiert wurde. Die Musik auf Asiatisch hat überhaupt keinen Hehl gemacht aus ihrer Digitalität. Also die Wirkung war so klinisch digital, dass die Ehrlichkeit über die Produktionsmittel eine Wohltat war, während ja andere versuchen mit digitalen Mitteln immer so ein wohliges Analoggefühl herzustellen. Die Musik war sehr, sehr kalt, sehr steril, aber halt als bewusstes Stilmittel eingesetzt. Das neue Album, ihr drittes, ich übersetze jetzt mal den Titel, heißt Mittelalterliche Frau übersetzt und ist inspiriert von mittelalterlichen asiatischen Poetinnen, vor allem von Al-Kansa, die mir vorher auch nicht bekannt war. Und das Schöne ist ja an Popmusik, dass man von ihr oft was lernen kann, was nicht direkt etwas mit Popmusik zu tun hat. Und auch wenn ihr erstes Album asiatisch heißt, ist dieses jetzt musikalisch das für mich bisher asiatischste Album, weil es werden traditionelle arabische Instrumente benutzt, die Oud, ein Saiteninstrument, eine Art Laute. Es gibt Streicher zu hören, Flöten, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass diese Instrumente digital hergestellt wurden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich um echte, in Anführungszeichen, Instrumente handelt. Und die Melodien zitieren alte arabische Musik und die offensichtlich digitalen Effekte, die praktisch in der DNA von Fatima al-Khatiri eingeschrieben waren, die sind zwar immer noch da, aber sie wirken eher wie so Sounduntermalungen, nicht mehr wie die Hauptbestandteile. Und das alles gipfelt wie in einem Fiebertraum im letzten Track des Albums, Zandak, den ich auch für die Playlist ausgesucht habe. Ja, das ist auch mit mein Favorit tatsächlich. Ich habe mich mit der Dame sehr wenig beschäftigt immer. Ich erinnere mich noch daran, als du auch den Nothing Compares to You, als du über das Cover gesprochen hast, für unser Dekaden-Feature, also die besten Songs des Jahrzehnts, hatte ich sie noch mal so ein bisschen auf den Schirm. Ich habe die immer links liegen lassen. Ich weiß nicht warum. Also ich bin da gar nicht so wirklich drin. Und hab dann jetzt aber mal gedacht, als du das vorgeschlagen hast, okay, hörst du noch mal rein erstmal in das neue Album. Und das hat mir richtig gut gefallen. Und klar, das ist, man soll das Konzept nicht wegdenken. Das ist natürlich elementar für diese Platte. Aber ich habe es auch so erstmal, weil ich ich musste mir diesen Zugang erst noch erschließen über die Einflüsse und über die Herkunft der Themen und alles. Und musste aber sagen, dass ich das rein musikalisch schon sehr, sehr interessant gefunden habe. Ja. Und darüber war es mir dann eben leichter zu sagen, jetzt beschäftige ich mich auch mit dem Inhalt, hab dadurch die Platte noch mehr schätzen gelernt, sage ich mal. Und find's dann auch gut, dass sie sich nicht dafür entschieden hat zu sagen, so das sind jetzt die Gedichte, das sind jetzt die Stücke, die ich meine und ich übersetze die einfach oder ich rezitiere das oder sonst was, sondern es gibt ja kaum Stimme zu hören auf der Platte. Genau. Und das finde ich eine sehr gute Entscheidung. Also nicht, dass man dann sagen kann, ja, man kann das Album dann erst recht auch ohne den Kontext hören. Das war mit Sicherheit nicht die Idee dahinter. Es ist ein noch viel kreativerer Ansatz zu sagen, ich gehe das Thema jetzt so an, versuche das irgendwie in der Musik zu verarbeiten und daraus eben was Neues entstehen zu lassen. Also finde ich total super und habe auch richtig Lust, mehr als nur dieses eine bekannte Gedicht jetzt, dass ich jetzt auch noch mehr als das von Al-Kansa mir wirklich auch nochmal durchlese, weil das natürlich auch Perspektiven sind, die kenne ich nicht, also kann ich nicht behaupten. Deswegen alleine dafür
lohnt sich schon, sich da weiter mit auseinanderzusetzen. Und ich habe jetzt auch nochmal, ich hatte dich auch gefragt, was sollte ich mir nochmal anhören, und habe dann jetzt auch nochmal das Asiatisch gehört. Das ist echt nochmal eine ganz andere Kiste. Ich mag das neue Album doch um einiges lieber, weil mir dieses knallhart Digitale doch manchmal ein bisschen zu viel ist. Deswegen habe ich mir auch, die Shanira-EP von 2017 nicht angehört. Sie hat ja immer so ein gewisses, also Konzepte ziehen sich ja durch ihre Musik. Was war denn das bei der Shanira-EP? Kannst du das nochmal erklären? Also es fängt beim Cover an. Es ist eine Frau auf dem Cover zu sehen. Ich weiß nicht, ob es sich um die Künstlerin handelt. Doch, ich glaube schon. Okay. Ich glaube, das ist sie, ja. Und diese Frau, also Fatima Al-Khatiri, ist wahnsinnig stark geschminkt. Also das sieht fast wie eine Parodie aus. Und der Sinn dahinter ist, sie wollte aufmerksam machen auf eine bestimmte Art von sehr reichen asiatischen Frauen, die westlichen Schönheitsidealen nachgehen, also sich sehr stark schminken und das halt übertreiben. Und die Musik war wiederum anders, also als die von Asiatisch und vom zweiten Album und vom neuen. Das war dann eher so, ja, Dance-Sound. Also das war wieder was anderes. Ich mache das ja eigentlich nie, ne? Also ich kaufe selten eine Platte wirklich blind oder eher taub in dem Fall, keine Ahnung, wie man das eigentlich dann nennt. Und so ganz stimmt's auch nicht, aber es war eine super spontane Kiste, weil ich stromerte in einem Online-Plattenladen rum und habe einfach mal reingehört in die Platte, auch weil mich das Cover irgendwie interessiert hat. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich einen japanischen Namen lese, dann bin ich erstmal interessiert. Es ist irgendwie einfach so. Und dachte mir dann, als ich so ein bisschen in die Snippets reingehört habe, nach der Hälfte der Tracks, dachte ich schon, ja, okay, geil, das ist es. Ich glaube, da ist was und ich muss das jetzt mal zulassen und ich kaufe die jetzt einfach. Normalerweise kaufe ich halt wirklich, also weil es ja so viel gibt, was man haben möchte, siebe ich da ja schon ordentlich aus, bis ich dann wirklich mal irgendwie bestelle. Aber hier habe ich gedacht, nee, das machst du jetzt einfach mal, weil irgendwie hat es was lieber auf den ersten Klick, wenn man so möchte. Und habe es dann eben mitbestellt und habe es nicht bereut. Und ich finde das super und ich finde es auch richtig super, dass wir jetzt über diese Platte sprechen. Die Rede ist nämlich von The Pulse of Defiance von Yoshinori Hayashi. Seinem zweiten Album jetzt auch auf Smalltown Supersound. Und was ich an dieser Platte so wahnsinnig schätze, und das schätze ich sehr gerade an, in Anführungszeichen, House-Platten oder an Beat-Platten oder an, ja, Platten der elektronischen Musik, ist, wenn sie sehr viele Genres aufziehen, aber dabei nichts Halbes und nichts Ganzes als Ergebnis irgendwie stehen lassen, sondern sich halt jedem Track so widmen, wie er es verdient hat, oder sich jedem Genre-Ausschlag so widmen, wie er es verdient hat, und man sich das natürlich auch nur dann erlauben kann, wenn man eine ganz eigene Handschrift mitbringt, die das Ganze dann eben noch mit einer Schleife zusammenhält. Und das hat er geschafft. Und da hat mich auch sehr gefreut, dass dir das gefallen hat. Das, was du gesagt hast mit den verschiedenen Genres, das ist hundertprozentig richtig. Ich fand's schön, dass das Album irgendwie so aufgeteilt ist nach Genres. Also nicht hundertprozentig, aber es gibt so eine gewisse Abfolge. Also es fängt an mit so ambientartigen Tracks, dann gibt es ein Stück, das hat so eine so Jazzy-Funk-Fusion-artige Anmutung, und irgendwann kommt dann der Beat rein und es beginnt so eine kleine Reise in die Dance-Music der 90er Jahre. Aber die Tracks haben immer noch diese schwer zu definierende Ambiente vom Anfang, als der Beat noch nicht da war. Genau. Und es ist also nicht nur eine Pastiche von 90er Jahre Dance-Musik aus dem Blickwinkel von heute, sondern vor allem aus dem Blickwinkel von Yoshinori Hayashi. Also er verleiht diesen Tracks das Besondere. Genau, diese Abfolge. Also dafür ist dann auch dieser rote Faden ebenso wichtig, oder seine Handschrift, wie auch immer man das nennen möchte. Also dass man nicht das Gefühl hat, jetzt mache ich drei Ambient Fusion Tracks, dann mache ich den Hausballermann und dann gehen wir nochmal so ein bisschen in die Bassrichtung, sondern das ist halt, man schlingert sich so durch das Album mit, durch diese Geschichte so mit. Also es ist, wie du gesagt hast, ne, man startet dann auch mit diesen
diesen kleinen, auch Downbeat-Piano-Version, sag ich mal, so mit 2000er Stones-Throw-Beats, wenn man so will, dann kommt halt dieser auch überlange House-Track dann auf einmal ums Eck und dann steht man in so sehr so elektronischen Variationen von Kammermusik rum, was dann auch sehr erinnert, da kann man gleich noch drüber sprechen, was seine ersten Releases angeht, und dann landest du so ein bisschen in Bass und Breaks und auch so bei Tracks wie Go With Us zum Beispiel, so ein Highlight-Track, so Marke Hyperdub 2010, wenn man so will, der hat so Schaben, denn so Ortega Ambient, so ein bisschen so Computermusik und alles. Und es ist wunderbar und das macht einfach nur irre Spaß, weil man dann auch, wenn man das Album ein paar Mal gehört hat, dann weiß ich auch, okay, jetzt kommt das als nächster, danach kommt der Track und danach geht er so ein bisschen in die Richtung und nimmt noch was mit aus dem vorherigen und baut sich das irgendwie neu zusammen. Ich mag das total gerne und bin richtig froh, dass ich da gesagt habe, das muss her, das muss gehört werden, weil ich mich auch freue, dass wir das jetzt an der Stelle einmal empfehlen können. The Pulse of Defiance von Yoshinori Hayashi. Und ich möchte auch noch empfehlen, weil das habe ich dann erst hinterher gemacht, also ich habe die neue Platte, das ist halt das erste, was ich von ihm wirklich jetzt auch kennengelernt habe, habe ich richtig oft gehört und dann habe ich mir gedacht so, okay, jetzt guck mal, was der vorher gemacht hat. Und der hat einige EPs und auch ein Album vor 2-3 Jahren auf Smalltown Supersound gemacht. Und das ist echt nochmal was anderes. Also das klingt überhaupt nicht wie das, was er jetzt macht. Und ist noch wirklich ein bisschen zurückhaltender, ist auch noch ein bisschen in sich gekehrter, aber auch nicht schlechter. Also kann ich nur empfehlen, sich da mal durchzukämpfen. Nee, durchzukämpfen, was ein blödes Wort. Kann ich nur empfehlen, sich da mal durchzuhören. Aber startet doch mit The Pearls of Defiance von Yoshinori Hayashi, ein super Album. Das würde mich jetzt auch mal interessieren, wie experimentierfreudig oder wie mutig in Gänsefüßchen bist du manchmal? Also bestellst du manchmal auch einfach so mal was, weil dir vielleicht nur die ersten 5 Sekunden gefallen oder weil dir nur das Cover gefällt? Oder bist du da auch so ein bisschen wie ich, dass du da erstmal dass da erstmal ein paar Nächte drüber geschlafen werden müssen oder dass du dir wirklich so eine Liste machst, was brauchst du jetzt dringend und was muss her? Die Liste existiert und da stehen so viele Sachen drauf, das ist der Wahnsinn. Also normalerweise ist es so, wenn irgendwas meine Aufmerksamkeit erregt, dann höre ich es mir auf Spotify an oder versuche es über andere dubiose Quellen zu beziehen und dann muss es mir gefallen und dann kaufe ich es. Aber das andere ist natürlich auch schon oft vorgekommen, weil also wie du sagst mit Japanern, wenn ich japanische Namen lese und dann wenn das Cover sehe, was in 90% der Fälle sehr ästhetisch ist, dann kann das schon mal passieren, dass ich da einfach so zuschlage. Zu Track 17 gehört natürlich auch unsere Playlist. Track 17 Playlist zum Podcast, denn in jeder Ausgabe stellen wir ja nicht nur 5 Platten vor oder 5 KünstlerInnen, sondern ja eigentlich sogar 17, was ja auch unser Name schon so ein bisschen verrät. Und diese 17 Vorstellungen, die findet ihr auf unserer Playlist. Dort gibt es jeweils einen Track zu den Platten, über die wir hier gesprochen haben, minus Ski Mask, weil der ja sein neues Album Pool nicht auf Spotify gestellt hat, was ja sein gutes Recht ist. Aber wir haben so insgesamt ja trotzdem 17 Songs. Und Albert, du kannst ja mal erzählen, was hast du außer Fatima Al-Kadiri noch so alles dabei? Ich habe den schön betitelten Song Blumen der Vernunft von Matthias Modica. Das ist der ehemalige Chef von Gomma und jetzige Chef von Cryptox und Toytonix, dem New Jazz Label Cryptox und dem House Label Toytonix. Und er hat sein erstes Album unter seinen eigenen Namen gemacht. Das ist eine sehr seltsame, sehr gute, Downbeat-artige, jazzy House-Musik. Dann habe ich die neue Single von Corliss, ein Produzent aus Wales, der seit seiner zweiten EP auf dem Label, das früher Young Turks geheißen hat und jetzt nur noch Young heißt, veröffentlicht hat. Und da kommt demnächst ein Album, das erste Album nach über 10 Jahren. Dann habe ich von Jamie Branch, der Trompeterin, die auf International Anthem veröffentlicht, einen Song von ihrem Live-Album Fly or Die Live, der heißt The Storm und ist kein New Jazz und auch kein Jazz-Track, sondern ein sehr weirder Ambient-Track. Dann gibt es einen Maceo Plex Remix von Shadow von den Chromatics, dem schon etwas älteren Song Shadow. Der ist
insofern bemerkenswert, weil es eben ein astreiner Techno-Remix eines Chromatic-Tracks ist. Dann sehr interessant fand ich den Track MRA von Chris McGregor's Brotherhood of Breath. Jetzt muss ich das mal durchatmen. Und zwar stammt der von einer 12-Inch-Reihe, die jetzt begonnen hat. Die heißt Melodies Record Club. Hm. Und ich glaube, die ist kuratiert von Floating Points. Ja. Und der erste Selector, in Anführungszeichen, war Fortet. Und der hat zwei ältere Disco, Funk, Jazz Tracks ausgewählt und die er selber immer zur Peak Time in seine eigenen Sets schmuggelt und quasi so als Beweis, dass man artfremde Musik in DJ-Sets schmuggeln kann und die Leute trotzdem ausrasten. Und das fand ich sehr bezaubernd, diese Idee. Dann habe ich den Song Bring Me Down von Georgia Chalmers. Die veröffentlicht auch auf Italians Do It Better. Die ist eine Saxophonistin und also eigentlich hauptberuflich ist sie die Tour-Saxophonistin von Brian Ferry, dem Sänger von Roxy Music, was irgendwie strange ist. Und sie hat jetzt ihr zweites Album Midnight Train auf Italians Do It Better veröffentlicht und der Song ist ein sehr, sehr schöner Dream-Pop-Song. Und dann habe ich noch Spelling, eine Künstlerin aus Amerika, die sie mit 3L schreibt, also ihr Namen selber falsch spelt. Der heißt Boys at School und der kommt auf ihrem neuen Album, das ich wahrscheinlich dann in der nächsten Ausgabe von Track 17 besprechen werde. Deswegen sage ich da noch nicht so viel dazu. Also neben Black Midi, Erika de Castier und Herrn Hayashi habe ich noch was mitgebracht von Lauer, ein Teil vom Duo Tough City Kids, gemeinsam mit Gerd Jansson, der auf Permanent Vacation Musik veröffentlicht und zuletzt ein astreines 80s Fun-Pop-Album rausgebracht hat. Und da ist mir vor allem der Track Make It Stay in Erinnerung geblieben, den er mit der Sängerin Dena gemacht hat, den finde ich großartig und das ist ein Album, was, also ich sag mal so, wenn die Sonne scheint, dann sollte das bitte sofort sehr laut gespielt werden. Ich finde, das hat er richtig drauf, diese sehr angekitschten 80s Pop-Schmisser da irgendwie rauszuhauen, finde ich super. So ein bisschen in die Richtung geht der nächste Track, den ich mitgebracht habe. Das ist von der Band, die hätte ich auch fast in der Folge mal, da hätte ich die Platte auch fast in der Folge selber mal vorgestellt. Und so handelt es sich um das japanische Duo Crystal. Ich weiß nicht, ob du die kennst, Albert. Mhm. Kennst du? Nee. Und zwar habe ich da den Track Kimi wa Monster mitgebracht. Crystal ist ein Duo, was ja so retro-futuristische, weiß ich nicht, so es verspielte so Vaporwave-Videospiel-Synth-Pop-Musik irgendwie macht. Wahnsinnig auf die 12, sehr bunt. Und haben für ihr neues Album, was jetzt vor kurzem rauskam, das da heißt Reflection Overdrive, auf dem sich, ich glaube, damit ist auch alles gesagt, auf dem sich ein Delfin befindet, der eine CD in der Schnauze hat. Also ich glaube, also wenn du das Cover siehst, die Musik klingt genau so, wie das Cover aussieht. Musst du hören, vor allem kannst du ja mal anfangen mit dem Track, den ich auf die Playlist gepackt habe, nämlich Kimi war Monster, auf dem niemand Geringeres als Matthias Aguayo zu hören ist, der das Ganze singt. Dazu gibt es auch ein schönes Video, das kann ich auch gerne verlinken, in dem er sich bei wunderschönsten, weiß ich nicht, iMovies-Effekten Nudeln essend durch Japan bewegt. Großartig, fantastischer Song, der jetzt auf diesem Album ist. Reflection Overdrive von Crystal heißt das Ganze. Hier auch nochmal eine Empfehlung, auch wenn das wahrscheinlich echt nicht für jedermann, jeder Frau und jeder Mensch ist. Dann habe ich noch einen wunderschönen Song aus diesem Jahr und zwar heißt er Inhale und ist von der Produzentin Elsa Hewitt, die ich mir vorher noch gar nicht so wirklich ins Ohr gelegt habe, wenn man das überhaupt so sagt. Ich kannte die vorherigen Platten nicht, ich habe aber habe Inhaler auf einer Playlist gefunden, also in dem Fall war es tatsächlich richtig, da mal nachzuschauen
und war total verliebt. Das ist ein wunderschöner, kleiner, knuspriger Elektro-Track mit einem sehr, 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 sehr schönen, so schaffligen Beat. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Das Album ist auch echt schön geworden, aber Inhaler ist hier mein Track of Choice. Dann sind wir bei der Band Famous. Das ist eine Band, die auch so ganz grob aus dem Umkreis dieser ganzen neuen jungen britischen Band so kommt. Die mag ich ganz gerne. Ich habe 2019 einen Song richtig geliebt, der hieß I Want to Crawl Inside of You. Und jetzt haben sie eine neue EP draußen, die heißt The Valley EP, die erschien letzte Woche. Und da gibt es den Track Stars und den mag ich sehr, 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 sehr gerne. Das ist eine richtig coole, spannende Band und da hoffe ich vielleicht spätestens im nächsten Jahr auch auf ein Album. Dann gibt es, wie am Anfang schon besprochen, einen Track des Seafields Album, was jetzt wieder gereissued wurde. Hive nennt er sich. Und ich habe einen Song von einem Projekt, von einem Sänger namens Shane. Und der Song heißt I Belong to the Wind. Ja, herzlichen Glückwunsch, dass ich weiß nicht, wie die Leute darauf gekommen sind. Denn wenn man mal guckt, die 7-Inch, also oft ist es ja so, dass es ist ein Song, der eigentlich 1974 rauskam. So ein Funk-Soul-Folk-Track, Psychedelic, wie auch immer. Und auf Discogs zum Beispiel haben zwei Leute diese Single. Und nur 74 suchen danach. Aber aus irgendeinem Grund hat sich ein Label, nämlich Forager Records, gedacht, für ihren allerersten Release eine Compilation rauszubringen, die heißt auch Belong to the Wind, genauso wie der Song. Auf der befinden sich ganz viele so croonige Psychedelic Folk und Soul Songs aus den 60er, 70er Jahren. Also es könnte auch was für dich sein. Und der letzte Track auf dieser Platte, der heißt I Belong to the Wind, so wie die Compilation selber, und ist von diesem Projekt Shane. Und wer auch immer damit was zu tun hat, es wurde niemals auch nur irgendwas anderes gemacht. Aber das ist halt so absurd manchmal, ne? Weil es ist so ein toller Song, hat irgendwie niemand gehört, ist auch keine dieser, wir zahlen da 600 Euro für auf Discogs-Dinger, sondern wie gesagt, es haben nur zwei, es sucht irgendwie kaum einer, es wurde noch nie verkauft, das Ding. Und jetzt hat irgendwie dieses Label sich gedacht, wow, den Song, den brauchen wir für unsere Compilation. Also finde ich total interessant, wie es manchmal so kommt, weil in dem Fall ist es, wie gesagt, keiner dieser seit 30 Jahren suchen wir danach Dinger, sondern ach guck mal, das gab's auch mal und hat damals schon niemanden interessiert. Finde ich faszinierend irgendwie manchmal. So, und ich kann auf jeden Fall nochmal sagen, hört sehr, sehr gerne unser letztes Feature an, Feature Nummer 14, in der wir eben darüber gesprochen haben, wie sich das Hören von Musik im Alter, in Anführungszeichen, verändert. Da würde uns auch auf jeden Fall interessieren, was ihr davon haltet, wie eure Erfahrungen gewesen sind. info@track17podcast.de. Da könnt ihr uns schreiben. Die Mail ist auf unserer Seite track17podcast.de zu sehen oder in den Shownotes. Ihr könnt uns folgen auf track17podcast.de auf Instagram und Twitter. Albert gibt es als @thealbert auf Instagram und Twitter und ich bin Christopher Giff auf Instagram und Twitter. Unsere Playlist, Track 17 Playlist zum Podcast, gibt es auf Spotify. Das ist auch alles verlinkt, was ich eigentlich nur sagen wollte. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat wieder mal sehr, sehr großen Spaß gemacht. Vielen Dank an dich, Albert. Sehr gerne. Genau, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder und ihr könnt uns ja auf jeden Fall gerne mal schreiben, welche der heute vorgestellten Platten euch am besten gefallen haben. Tschüss. Tschüss.